Scheiße ist das mal gewesen sein mit dem Level. Junge, das ist halt ganz schön laut. So. Eine Röhre. Ja, gerade wieder ein bisschen Dragon Age gezockt und das hat mich ganz schön angepisst, glaubt mir. Das macht langsam keinen Spaß mehr. Wow. Wow. Verdammt. Wieso komme ich jetzt nicht drüber? Was soll es? Ice Levels. Okay. Ja, die Musik erinnert mich schon ganz schön an. Wo komme ich hin? Warte mal, die Sprache. Fuck you. Mir ja, jetzt scheißegal, ja. Ich glaube, ich brauche eine Feuerblume oder so. Wow. Wow, das wäre fast ein Leben geworden. Naja. Nee, also bei Dragon Age, mich nervt das in letzter Zeit jetzt richtig an mit den Kämpfen. Und, ja, ich habe jetzt bestimmt eine Stunde lang aufgenommen, das Spiel. Au. Verdammt. Ah. Naja. Bestimmt eine Stunde lang aufgenommen, jetzt gespielt und, ja, 90% davon waren Kämpfe, 10% war Gerede und gelaufen. Und das macht einfach keinen Spaß, glaubt mir. Au. Ja, so viel zum Thema. Ach, verdammt! Oh. Ich glaube, gleich kommt ein SMS. Yep. Okay. Okay. So. Ja, verschiedenste Musik hier. Ja, ich bin jetzt leicht angepisst, glaubt mir. Das Dragon Age macht langsam keinen Spaß. Also diese Zwergenwelt. Das hat so gut angefangen, das Spiel. Mittlerweile ist es aber... Jetzt sind wir noch Eis. Jetzt sind wir in Pink World. Oh. Mittlerweile ist es ganz schön nervig. Aber was soll's. So. So kommen wir keine Pilze. Ist hier rein? Nee. Nein! Ja. Ich sag halt lieber mal nicht viel, ich spiele einfach. Mir geht's heute auch nicht so gut. Ich habe jetzt schlechte Laune eigentlich, kann man echt sagen. Und ja, da erzähle ich meistens auch nicht viel, wenn ich schlechte Laune habe. Vor allen Dingen. Ah, das Eislevel. Go Mario, go! Schildkröte, adieu. Wow, was ist denn das für eine Ellipse? Naja. Was ich noch groß bin, wundert, was ist denn hier? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Okay. Ah, okay. Und tschüss. Das soll es gewesen sein mit dem Level. Im Prinzip keine schlechte Hack, muss ich sagen. Oh. Da war ein Secret. Und das Secret geht wahrscheinlich dort runter, in diesen Ecken, in diesem Schalterpalast wahrscheinlich, denke ich mal. Naja, was soll's. Nein. Egal. Wow. Ganz schön ruckelig.
Oh, jetzt sag nicht, dass ich... Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh, Mann. Da ist es nervig. Vor allen Dingen, dass so richtig beschissen ruckelt hier. Oh, hey. Weißt du was? Leck mich, ich sterbe jetzt und fange das nochmal neu an, das Level. Das ist mir jetzt echt egal. Ich renne doch nur nochmal zurück. Oh, eigentlich brauche ich mal richtig Ruhe. Wow. Nein. Oh Mann. Warum ruckelt das so extrem? Kann ich nicht ein gescheites... Oh. Los, geh hoch. Oh, jetzt kommt dieser blöde Käfer an hier. Wow. Dass ich das noch schaffe. Oh, ist das Level ruckelig. Komm, runter. Mann. Was ist hier los? Was war denn das jetzt? Also das war ich jetzt definitiv nicht. Das war mein Emulator. Okay, immerhin schon Half-Ape. Mittelpunkt, besser gesagt. Ein Stern. Hm. Oh, das war sowas von klar, dass sowas natürlich wieder kommt hier. Danke, du dumme Schildkröte. Wo geht's hier unten rein? Ich guck bloß mal. Oh. Ja, ich denke mal, ich habe heute Bioshock geholt. Mal gucken, ob ich es heute noch spiele. Und wenn, dann werde ich heute Videos aufnehmen, aber ich weiß noch nicht, ob ich es hochlade. Und ja, mal schauen, wie das Spiel ist. Ich habe es noch bisher noch nicht gespielt, ich habe es gerade im ersten bekommen. Und Bioshock 2. Ich hoffe mal, es taugt was. PC Games hat es getestet, es waren 89%. Und ich brauche echt mal noch ein bisschen Action jetzt nach Dragon Age. Das war eindeutig ein viel zu lahmes Spiel. Es macht zwar Spaß, ist wirklich nicht schlecht, aber für meinen Geschmack mag ich eher so Spiele, die ein bisschen schneller sind vom Gameplay her. Wo man wirklich ein bisschen Schnelligkeit braucht. Wie zum Beispiel 4. Oder meinetwegen auch Max Payne und ein bisschen Action dabei ist. Und bei Dragon Age, naja, das ist eigentlich ein Spiel, naja, wenn man... Oh, verdammt! Ach, oh, weißt du was, ey? Diese blöde Feuerblume. Oh, leck mich. Dreimal getroffen. Das muss lang. Oh. Und ich hoffe mal, Bioshock 2 wird gut werden. Dann sagt bei PC Games im Test, dass die Story nicht mehr ganz so Teil 1... Oh! Nee, das mache ich nicht mit. Ja, dass die Story nicht mehr ganz so gut ist wie bei Teil 1, aber mir geht es eigentlich nur ums Ballern. Oh, was? Ich bin halt echt zu blöd zum Spielen, sorry. Ich weiß auch nicht, was halt los ist. Menschen, diese scheiß blöden. Das blöde. Komm, Mario. Mann. Das blöde Eis. Gut, mal gucken, ob ich das Level noch schaffe. Egal. Aber wenn jetzt hier 5 Millionen Schildkröten kommen, ey. Oh. Ja. Zum Glück gibt es immer keinen Nachschub. Nein. Mir nügt die Nase. Ja. Gucken, ob ich das Level noch schaffe.
schlecht wäre es nicht. Aber ich schaff's wahrscheinlich nicht mehr. Von daher werde ich jetzt gleich. Ach, weißt du was? Ich werde jetzt aufhören und gleich weitermachen. Bis gleich.